Und jetzt, was kommt jetzt? Kommt jetzt noch was, oder? Nee. Ach so. Und sind wir drauf? Nein, ihr verarscht uns. Da kam kein Intro. Da kam kein Intro gerade. Nein. Doch, guck mal. Grüner Pulli. Nein. Was hat... Wir waren mitten in einem sehr privaten Gespräch. Herzlich willkommen zum Minimetro. Schön, dass ihr da seid. Ja, es ist Freitag und auch heute fahren die Züge wieder nach... Was wollt ihr noch? Nee, ist okay. Ja! Alles klar, ihr seid live. Okay, wir sind live. Okay, alles klar. Nee, ich glaube, es ist alles gut. Ja. Auch heute fahren die Züge wieder pünktlich. Ja. Denn wir spielen Minimetro ein erneutes Mal. Es geht wieder los in welche... Ich habe ein paar Ideen mitgebracht. Okay, und ich habe auch was mitgebracht. Gut, wir waren beide im Urlaub. Wir waren beide im Urlaub und ich möchte nämlich, bevor wir jetzt mit unserem altbewährten Zug fahren, möchte ich kurz was erzählen. Und zwar habe ich für euch da draußen, liebe Freunde, ein neues Fortbewegungsmittel getestet. Und zwar war ich ja in Montenegro. Und man denkt sich ja, Busfahren, Zugfahren, ja, Flugzeug, immer dasselbe. Und ich habe was Neues ausgetestet, nämlich Speedboat. Nee. Speedboat, ja, ich bin Als Fortbewegungsmittel. Ich bin Speedboat gefahren. Und zwar mussten wir nämlich aus der Innenstadt von Kotor, ja, Kotor ist an der, auch, ist, so ein, Wars, ist, ja. so ein, ist so ein Fjord auch in Montenegro. Ein Fjord. Und da drin liegt die Stadt Kotor, also sehr schön. Und wir mussten mit dem Speedboat, wir haben es uns rausgelassen. Niemand muss mit dem Speedboat fahren. Auf jeden Fall sind wir mit dem Speedboat vom Hafen zu unserem kleinen Dorf, wo wir gelebt haben, unser Airbnb hatten, mit dem Speedboat gefahren. Und so. Speedboat. Wir machen mal eine kleine imaginäre Mindmap. Ja, was geht bei dir da auf, Speedboat? Schnell. Chillig, cool, lässig, Miami Vice. Ja. Halb fliegen. Ich stell mir mal vor, dass sie so halb fliegen, weil die ja, so schnell sind. Sie sind so schnell ja. und irgendwie cool auch, oder? Ja, super cool. Und man sieht auch einfach gut dabei aus, oder? Ja. So. Nichts davon ist richtig. Speedboat ist unangenehm, ja. Es ist die ganze Zeit, weil du musst vorstellen, weil das ist ja Mittelmeer, das heißt, es gibt einen gewissen Wellengang, ja. Das heißt, die ganze Zeit machst du dum, ja, und du hast einfach danach bist du einfach am Arsch. Ich hatte Nackenschmerzen, ja, dass es knallt. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Ich hatte Nackenschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, weil du die ganze Zeit mit dem Boot immer wieder auf die Welle gehabt, so. Und du wirst, wenn du dann vorne sitzt, weil du denkst ja voll geil, ich sitze vorne, ja, leg mich da hin mit meiner Badeshorts, ja, und dann knallst du noch mehr. Und dann habe ich irgendwann versucht, mit den Wellen mitzugehen. Forget it, ja. Das hat alles seine eigenen Regeln. Es knallt. Und zusätzlich ist es noch mega laut. So ein scheiß Speedboat-Motor ist mega laut. Aber wie schnell fährt denn Speedboat? Also ist es Speed nur Etikett oder also ist schon 100 km/h, 200 km/h, 500 km/h? Also die Geschwindigkeitsanzeige ist ja immer da nur in Knoten. Keine Ahnung, was Knoten soll eigentlich. Ja. Wow, nicht schlecht. Also Leute, Speedboat, forget it. Ey, heute braucht ihr nicht. Gehst du wieder zurück, schön irgendwie Friedrichstraße, steigst du auf, löst ein Tickets für 3 Stationen, Kurzfahrt, setz dich schön rein. Schön, freut mich. Apropos Ticket. Aber ist das nicht ein bisschen auch arrogant, der Name Speedboat alleine? Also warum sagt man nicht, man sagt denn beim schnellen Auto auch nicht Speedcar oder Speedtrain? Ja. Sondern sagst du, wir sind kein Boat, wir sind Speedboat. Okay. Speedtrain, vor allem ab wann ist ein Speedtrain ein Speedtrain? Das ist die Frage. Ja. So, wir gucken mal rein, was heute ansteht. Wir haben schon wieder einiges freigeschaltet. Wir sind schon mittlerweile schon sehr weit. Ja. Und heute geht's nach frei Singapur. Ah, okay, ich bin bereit. Singapur. Und ich habe mir heute mal ein bisschen was überlegt. Denn wir hatten beide Urlaub. Mhm. Wir lagen beide am Strand und haben entspannt. Und ich konnte eigentlich an nichts anderes denken, als an wie schafft man's, die noch ein bisschen besser zu koordinieren und dass sie genau immer nicht umsteigen müssen und so. Und zwar heute... Ich nenn's die Sangria-Taktik. Ja? Alles wild durchgemischt. Ist heute meine Strategie. Ich werde das heute mal probieren. Ich glaube nämlich, dass der Kern eines jeden Minimetros-Problems darin liegt, dass Symbole hintereinander geschaltet sind. Das ist kein ganz neuer Gedanke, aber ich möchte diesen Gedanken heute mal zum Extrem führen.
Das war, also, dass dieselben Symbole hintereinander in einer Linie kommen, oder was? Ja. Das heißt, deine Regel heute ist, dass kein Symbol... Nicht mal eine Doppelung. Noch nicht mal eine Doppelung. Noch nicht mal eine Doppelung. Und dafür fährt dann eine Linie auch mal ein paar extra Mal. Wie es sein muss. Es ist die Obstsalat-Taktik. Heute wird in jeder... Schau mal, wenn du bei einem guten Obstsalat, kannst du auch nicht auf einer Gabel zwei Stücke Banane und ein Stück Birne haben. Nope. Du musst schön eine Himbeere, einen Apfel, eine Banane. Wir geben mal ein bisschen Gas. Jetzt wär's mal angebracht. Jetzt wär's mal angebracht, wenn die Leute im Chat schon mal voreilig GG schreiben würden. Heute wär's mal angezeigt, liebe Freunde da draußen. Nee. Der Chat ist auf meiner Seite. Chat hat Bock. Der Chat hat Bock. So läuft das nämlich heute. So, wir sind in Singapur. Das heißt, wir müssen heute überqueren den... Wie, bitte? Wir überqueren heute mit unseren Brücken den... Jedes Mal aufs Neue. Es ist jedes Mal wieder 7. Klasse Latein. Oh shit, ich da wusste gar nicht, dass wir jetzt auch Latein haben. Servus Rogat, ubi est Cornelia. Aber ich finde, du bist bei mir, bist du so der Lehrer, der sich auch nicht durchsetzen kann. Nee. Weil du sprichst mich dann an, aber dann lässt du mich auch für den Rest des Unterrichts in Ruhe. Ja. So. Ja, dann kriegst du halt eine mündliche 6. Ist halt nicht mein Problem. Ist nicht mein Problem. Musst du dir überlegen, du bist alt genug. Ja. Und jetzt ist die Frage, ja, welche Konsequenzen hat denn die Obstsalat-Taktik? Ganz recht. Genau. Linien. Keine Waggons, bis alle Linien durch sind. Yep. Und anscheinend geht es heute über den Fluss, nicht unter den Fluss. Also du wirst wahrscheinlich einiges an Brücken brauchen. Und da kommt der erste... Oh, kein Problem. Whoops. Kein... Nee, Whoops. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Da schreibt schon gleich, Korosu schreibt, die rote Linie hat zwei Kreise. Aber das stimmt ja, dann hat Korosu leider die Taktik von vorhin nicht ganz verstanden. Es geht nur darum, dass nichts direkt hintereinander kommt. Nicht in Folge. Nicht in Folge, ja. Ja, gut, okay. Jetzt haben wir eine Kreuzung. Ist knackig. Die Kreuzung würdest du heute wahrscheinlich übrigens nicht verhindern können, oder? Dass sich Linien überkreuzen? Zählt das als Kreuzung? Ich glaube ja. Ne? Ja. Generell, wer Minimeter noch nie gesehen hat. Es geht darum, ein funktionierendes Bahnnetz zu bauen. Und zwar an diesen weißen Symbolen, das sind Haltestellen. Und da erscheinen immer diese schwarzen Symbole, das sind Fahrgäste. Und die müssen an den Ort gebracht werden, der dieselbe Form hat wie sie selbst. Also dieser Fahrgast hier möchte bitte zu Viereck gebracht werden. Man muss ein Bahnliniensystem entwickeln, das das möglichst effizient erledigt. Okay. Jetzt wird's schon... Nee, das ist alles möglich. Aber du siehst, es funktioniert. Gott. Man muss nicht umsteigen. Naja, man muss schon umsteigen. Ich will mal ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Hast du im Urlaub eine Straßenbahn oder U-Bahn gesehen, getroffen? Nee. Gefahren? Nee, alles zu Fuß. Alles zu Fuß? Wie bewegst du dich im Urlaub fort? Birkenstock. Birkenstock. Ich bin reiner Birkenstock. Oh, zwei. Ja, gut. Urlaub ist für mich reiner Birkenstock. Alles, was ich im Urlaub nicht in Birkenstocks machen kann, mache ich nicht. Aber wandern? Klar. Birkenstock? Ja, sicher. Sehr gut. Guck mal, und schon entstehen hier ganz interessante Formen, die wir davor noch nie zu denken überhaupt gewagt hätten. Die entstehen ganz natürlich. Durch die Obstsalat-Strategie. Wie ist es mit deiner Taktik bestellt, dass alle Linien möglichst an Sonderzeichen angebunden werden sollten? Ja. Wird die in dem Fall vernachlässigt oder? Nö. Da sind wir schon dabei. Nö. Schönes Mintgrün. Guck dir mal an, das entsteht organisch. Ja? Das ist wie wenn Moos zum Beispiel wächst auch so. Wie ein Straßennetz. Pilze wachsen auch so, diese Pilzsysteme. Die wachsen effizienter, als unsere Verkehrssysteme es jemals könnten. Weil der Mensch ist limitiert. Der Mensch ist limitiert, ja. Und der Pilz, das wissen wir alle, der ist unlimitiert. Guck mal, die Schaufel, wie blöd. So, also. Hier, guck mal. Das, Leute, da müsst ihr euch auch ein bisschen gewählter ausdrücken. David Bugenhagen schreibt, finde Florentins Ansatz nicht verkehrt. Da weiß man jetzt nicht. Wollte der seine Meinung kundtun oder wollte der einen Wortwitz machen? Finde Florentins Ansatz nicht verkehrt. Ja.
Wegen Verkehr, oder? Wegen was? Verkehr, ja. Schreibt deutlicher, was ihr wollt. Bitte. Ich höre das erste Mal den Sound von dem Spiel überhaupt. Ist Hammer, oder? Es ist total beruhigend. Ich mag das total. Das wünscht man sich eigentlich auch so permanent im Urlaub, oder? Ja, konstant. Ja. Also ich habe jetzt schon zwei Linien genommen. Vielleicht ist es ein bisschen gierig. Ah, guck mal. Und hier ganz organisch. Und das ist doch das, was ich mag. Ganz organisch ergibt sich hier die Kreisbahn. So muss es doch sein. So müssen Kreisbahnen entstehen. Organisch. Ja, der Volkswille muss hier seine Niederschrift finden in den... Das ist ja auch immer ist eine demokratische Sache. Und hier kriegt jeder, was er will. Was machst du jetzt? Ja, ist doch kein Problem. Ja. Kreuz 2. Naja, gut, wir können es so machen. Ist doch, guck mal. Es ergibt sich. Es ergibt sich. Problemorientiertes Denken. Wir haben keine Doppelung. Lokomotive. Ups, nehme ich die Linie. Ja, ich nehme die Linie. So, gelb. Lila ist ein bisschen groß. Lila ist mir zu groß. Ach, Sätze, die du vor ein paar Wochen noch gar nicht gesagt hast. Ich bin ein neuer Mensch. Der Urlaub, der hat was ganz, ganz Komisches mit dir gemacht. Ich bin ein neuer Mensch. Offensichtlich. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Ich habe eine Denkrevolution hinter mir. Guck mal, weil die steigen alle direkt aus. Niemand muss weiterfahren als eine Station. Übrigens für die Leute, die es interessiert. Ich bin ja, ich habe mich bewusst entschieden. Viele Leute werden ja sagen, Fabian, du bist Speedboat im Urlaub gefahren. Wie kannst du denn das überhaupt mit deinem Gewissen rechtfertigen? So umwelttechnisch gesehen. Aber ja. Ich bin in meinen Urlaub geflogen, aber zurück mit der Bahn gefahren. So macht man das. Immer ein für dich, ein für mich. Ja. Ein für die Industrie, ein für den Hambacher Forst. So muss man sagen. So sieht es nämlich aus, Freunde. Und es ist, ich kann es nur jedem empfehlen, es ist eine wunderschöne Strecke von Zagreb nämlich nach München durch die Alpen. Und das muss man auch einfach mal sagen, die ÖBB hat einfach ein besseres Bordrestaurant als die Deutsche Bahn. Um Längen besser. Da kann man essen, Leute. Und es ist gar nicht mal so teuer. Es ist okay. Es ist okay. Aber man kann da echt alles essen. Was hast du jetzt hier gerade für Probleme? Ja, ich hatte hier die Häufung, aber das passt schon. Ich habe jetzt einfach Pink ein bisschen länger gemacht. Pink ist lang, aber Pink ist auch oft redundant. Ne? Also hier haben wir viel Redundanz und das mag ich ja immer gern. Ja, es ist ein bisschen konfus. Gelb struggled. Jetzt habe ich alle bis auf eine Linie. Ich würde sagen, die nächste kriegt nochmal ein Wagen. Weil ganz gierig darf man dann doch nicht sein. Zum Beispiel die Kreisbahn könnte durchaus noch einen weiteren vertragen. Ich mag ja Leute, die konsequent sind, ne? Grün. So, ganz kurzer Check. Grün hat ein Dreieck. Rot hat auch ein Dreieck. Gelb. Lila hat auch ein Dreieck. Das ist natürlich, ich versuche hier eine Fusion. Ich versuche hier, dass alle Dinge, die wir gelernt haben, die sich durchgesetzt haben, anpassen. Oh, guck mal. Lokomotive, Brücken. Ja eigentlich brauchen wir Brücken, weil wir ja hochmodular arbeiten. Ja. Ich überlege gerade, lila zur Kreisbahn. Aber dann haben wir kein Viereck. Nee. Oder? Nee. Lila braucht definitiv ein Viereck mit den ganzen Exoten. Ach Gott. Ach ja, das geht ja nicht. Ne? Und jetzt die Frage, können wir Exoten noch ein bisschen anbinden? Ja, hier pink könnte man. Oder gelb, ja. Und dann muss gelb natürlich verstärkt werden. Wo ist der gerade? Der fährt gerade so. Also nehme ich den. Was ist denn eigentlich, wenn du lila nicht an das Dreieck anbindest, sondern an das untere? Auf der Insel da. Und dann zum Viereck führst. Oder willst du diesen Knotenpunkt da haben? So? Ja. Nicht genug Brücken. Ah, okay, schade. Aber stimmt, den Kreis kann ich mir sparen eigentlich, ne? Den brauche ich, den muss ich nicht. Aber jetzt haben wir hier eine Kreuzung. Ja, aber die hast du sowieso schon überall. Das ist halt die Frage. Aber ein lila Kreisbahn kriegt man nicht gut hin. Die Frage ist, wie viele Exoten... Guck mal, wir haben ja auf Gelb haben wir hier ein Kreuz. Vielleicht lohnt es sich sogar... Ja, guck mal, hier, da ganz viele Kreuze. Wir brauchen die Anbindung an Kreuz. Das ist wichtig. Regnet's jetzt? Ah, okay, guck mal, Viereck. Das heißt, wir können...
das hier. Das ist jetzt aber eine Kreuzung, ne? Ist das eine Kreuzung? Ich glaube schon. Rot. Warte mal. Wir machen aus Rot eine Kreis. Aus Rot eine Kreisbahn. Jetzt ist Grün aber recht kurz, aber das ist ja in Ordnung. Okay, Pink gibt alles. Guck mal, die steigen direkt wieder aus. Die Wagen sind nie voll. Ah, ich weiß nicht. Also das wird dir, ich würde schon mal sagen, die Nummer wird dir früher oder später über die Füße rollen, ne? Nee. Ey, du, für, wo sind wir gerade? Pakistan ist 500 richtig gut. Pakistan? Wo sind wir gerade? In Singapur. Singapur? Ja. Aber ist Singapur nicht ein Land? Oder bin ich komplett bescheuert? Nee, Malaysia ist ein Land, oder? Oh, der feine Herr Krane. Oder? Ist Singapur nicht in Malaysia? Ich hätte jetzt gesagt, Singapur ist ein Land, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt mal kurz nach, ja. Danke. Stadt. Stadt. Du hast auch recht. Stadt, tatsächlich. Und in welchem Land dann Malaysien? Ein Stadtstaat, da haben wir es nämlich. Das für die Fünfer-Schüler wieder. Das ist ein Stadtstaat. Puh, Glück gehabt. Ja, macht euren Dirike Atlas wieder zu. So, aber der ist jetzt hart. Ist es bei dir auch so, dass du deinen Dirike Atlas nie für den Erdkundeunterricht gebraucht hast, sondern lediglich, um bei Diktaten das zwischen euch zu stellen, damit ihr nicht abschreibt? Ja. Auch nie verwendet und kostet ein Vermögen, dieses Scheißding. Ist das Dirk, eine Kreuzung? Direk heißt er, ne? Nicht Dirke, ja. Ah, nee, das geht nicht. Das ist eine Kreuzung hier, ne? So, Pink hat jetzt aber... Rot ist natürlich ein bisschen klein, ne? Aber Rot ist die Schaufelbahn. Rot schaufelt. Rot ist für den Innenverkehr. Ja, Pink wird schon lang, aber Grün... Ja, was ist, wenn du jetzt einfach Lila da wieder anbindest und dann das zu einer anderen Kreisbahn ausbaust? Haben wir eine Kreuzung, ist aber in Ordnung. Ja, du könntest Gelb ja dann dahin bauen. Einfach. Warte, das ist verboten. Stopp. Hä? Nee. Oder so. Ja, oder so, ja. Gelb könntest du aber das Viereck geben. Ja. Finde ich gar nicht schlecht. Nein, das hat zwei Dreiecke, das geht nicht. Ja, aber dann, genau, nimm doch Gelb noch dazu, ja. Warum denn nicht? Guck mal, organische Kreisbahn, davon rede ich doch. Manchmal ergibt sich's einfach. Nee, du redest nicht von organischen Kreisbahnen. So, Linie. Und jetzt können wir gucken, wo gibt's jetzt hier Probleme? Hier. Und jetzt auch einfach mal Redundanz denken, ja? Also einfach mal, wo gibt's Stress und da einfach noch ein paar Linien hinballern. Und hier einfach mal sowas. Einfach mal gucken, wie es läuft. Hat ihn einen Lock, ja. Einfach mal schauen, wie es läuft. Und dann gucken, hier ist ein bisschen problematisch. Guck dir mal an, wie ruhig das hier alles ist, weil die alle nicht weit fahren. Die müssen alle nicht umsteigen. Gut, wir sind erst bei 700, okay? Also es ist noch nicht... Oh, fuck. Oh, shit. Okay, das könnte jetzt wirklich der Endgegner sein. Naja. Wir haben keine Brücke mehr. Das ist schon mal ein Problem. Da müssen wir schon mal definitiv was machen. Dann lösen wir mal Gelb. Gelb verbraucht 1, 2, 3, 4 Brücken momentan. Ah, nee, guck mal, dann machen wir das hier aus und das übernimmt... Stopp, weg. Und das übernimmt Grün. Hallo. Ja, du kannst es wahrscheinlich nicht, weil da zu viele Strecken gerade sind. Weißt du? Lass mal los. Ja. Ach Gott. Da musst du irgendwas umlegen. Ja, das verstehe ich nicht. Aber so, das ginge jetzt. Das ginge, ja. Aber das ist nicht erlaubt, weil du zwei Kreise in der Hand hast. Ja, ich will jetzt erstmal... Das ginge. Aber wir haben hier einen Spitzen. Die Frage ist...
Ist gelb muss eh kleiner werden. Florentin. Das ist eh gar nicht so doof. Florentin, ganz kurz. Guck mal, jetzt ist Gelb ein ganzes Stück kleiner und nicht schlechter. Ich finde, du solltest dich fragen, du solltest dich kritisch selbst hinterfragen, ist eine Taktik, eine sich zurechtgelegte Vision, eine gute Vision, wenn du sie alle 2 Minuten aufs Neue überprüfen bist, ob du überhaupt dich im Rahmen deiner eigenen Vision bewegst. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist es wirklich gut? Oder ist eine gute Vision, eine gute Handlungsanweisung, die du dir selber gibst, eine, die sich organisch, die sich selber in dein Handeln einpflegt? Fabian, jede Revolution beginnt in der Buchführung, in der Buchhaltung. Jede Revolution beginnt mit Zahlen und Tabellen. Ja. Jede. Und so auch hier. Man muss einmal ein bisschen frickeln. Also du würdest sagen, dass Ulrike Meinhof, bevor sie den großen Kampf eingezettelt hat, erstmal irgendwelche Zahlen eingetragen hat. Ja, war die ausgebildete Bankkauffrau oder nicht? Die Scheiße durchgerechnet hat. Ja, sicher. Ich glaube es nicht, dass Genghis Khan Asien einnimmt und sich mal nicht mehr überlegt, Moment mal, brauchen wir nicht vielleicht ein bisschen Reis? Nee, guck mal, die Logistik trägt dich. So, jetzt muss ich überlegen. Wie machen wir das jetzt hier? Wir können, also jetzt mal erstmal so als Grundlage. Und dann so. Oder wir denken blau auch neu und machen aus blau auch eine Kreisbahn. So. Nee, das darf ich auch nicht. So geht nicht. Aber ich könnte... Nee, das geht auch nicht. Ah, wie war es denn gerade jetzt? Jetzt habe ich es schlechter gemacht. So war es gerade, glaube ich, ne? Hallo. Mhm. Wie macht man das? Okay. Könnte, ja. Blau als Kreisbahn. Ah, der ist frei. Ja. Ah, den kann Rot nehmen. Nee. Den kann Lila nehmen. Ja. Jetzt haben wir dann natürlich eine Kreuzung, aber nehmen wir wohl den Kauf. Du, hier ist eh Chaos. So, also versuch dich hier mal zurechtzufinden als Tourist. Mhm. Forget it. Aber echte Städte sehen so aus. Naja, also ich finde, ein gutes U-Bahn-Netz zeichnet sich auch dadurch aus, dass du als Tourist da hinkommst und nicht denkst, was für eine Scheiße. Ich check ja gar nichts. Oh Scheiße, jetzt fehlt noch eine Brücke. Vor allen Dingen, wir haben wirklich keine. Na, okay, da muss jetzt halt Lila, muss jetzt die Exoten verlieren, weil dann haben wir gleich 2 Brücken. Warum geht das denn? Ach so. Ach, da kommen jetzt wieder zu viele von Westen oder was? Wahrscheinlich, ja. Okay, also jetzt nochmal nur den weg und dann müsste es gehen. Okay. Mhm. Welche führst du dann dahin? Aber Dreieck zu Dreieck ist verboten. Ja, oder löst die lila Kreisbahn einfach auf und führst sie halt dahin. Und dann ist es eine... Wie? Naja. Wir lösen die mal auf. Weg. Radikal neu denken. Sehen Sie, wie mein Gott, will. Was ist denn das? Sehen Sie, wie Florentin will radikal neu denken. Okay, also eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir... Pink ist... Grün ist länger als pink. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beide gleich lang. Dann kriegt's mal... Ja, kriegt's mal beide? Wir brauchen ja erstmal keinen mehr. Und jetzt müssen wir lila neu denken. Nämlich... Dreieck, genau. Und jetzt Viereck. Ja, passt erstmal so. Gerade passt. Ja, aber pack's doch noch zu irgendwas, wo es sich verbinden kann, ja. Genau. Oh, schau an. Ah, Gelb muss jetzt halt alle Exoten wegschaufeln. Ne? Da werden jetzt auf Gelb ganz viele... Aber Gelb hat auch 2 Wagen. Kreis ist nicht angebunden. Vielleicht, warte mal. Vielleicht ist es wichtiger, den hier anzubinden. Stopp. Ach, da braucht man immer 2. Ach nee. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Der Kreis! Der Kreis. Kannst du da nicht... nimm doch Brau... Lila oder braun den anderen Kreis weg. Gelb, ja. Nee, eigentlich ist Gelb wichtig. Gelb ist die Schaufel. Dann nimm braun. Oder lila. Lila ist halt nur jetzt schon so groß, ne? Ja, dann stimmt, braun ist besser. Boah. Ja, komm. Aber nee, da werden 3 Linien behindert hier an der Stelle.
das nicht irgendwie eleganter lösen? Warum geht das nicht? Es dürfen maximal drei in eine Richtung sein, ne? Ja, drei oder vier, ich weiß es nicht genau. Also so klappt es jetzt zumindest. Aber ich weiß nicht, was genau jetzt hier... Sekunde, Sekunde, Sekunde. Spivi. Boah, ich verliere den Überblick. Nein! Warte. Flo, wir sind erst bei 880, ne? Warte. Und du kommst. Revolutionen brauchen ihren Gang. Okay. So, wir müssen. Das bringt. Braun ist Quatsch. Das verstopft hier alles nur innerlich. Das ist. Aber dem muss schon auch klar sein, dass den Leuten, mit denen du die Revolution machst, auch langsam mal ein Erfolgserlebnis brauchen, damit sie auch denken, dass ihre Revolution vielleicht Erfolg hat. 880 ja. Leute sitzen zu Hause und schauen RTL 2. Wenn das kein Erfolgserlebnis ist. Okay. Oh, das tut mir immer so weh, wenn die dann... Da. Das Proletariat wird sich erheben, früher oder später. Glaubst du selber nicht, solange das Proletariat RTL 2 passiert ja gar nichts. So lange passiert gar nichts. Naja, gut, ich weiß nicht, wie gut Braun jetzt ist, ehrlich gesagt. Nee, eigentlich muss Braun noch stützen. Aber guck mal, obwohl Rot zu klein ist, strugglen die hier. Ja, obwohl da auch mehrere durchfahren, ne? Du könntest Rot übrigens, könntest du dran anbinden, der fährt gerade durch. Oder? Sekunde. Oh nein! Oh, die ist unmöglich. Aber du kriegst jetzt vielleicht einfach gleich eine Brücke. Warte doch mal kurz ab. Du hast halt gerade gar keine Brücken, ne? Aber du könntest halt blau da lösen. Bei dem Tropfen. Ey, Kreisbahnen ohne Brücken machen halt echt keinen Spaß. Also Learning für mich gleich ist eigentlich erstmal alle Brücken nehmen. Ist ja wohl klar. Ist ja wohl glasklar. Muss ich Rot auflösen? Aber was hast du denn davon? Sagt in der Chat... Kreis in der Mitte unverbunden. Ah ja, der alte Kreis. Ja, die habt recht. Danke, Korosu. Ich muss Rot neu denken. Die Revolution muss rot sein. Ansonsten bringt sie gar nichts. Mein Gott, ich will's doch nur auflösen, Freunde. So. Jetzt hast du auf den ersten Blick erstmal viele Kreise. Also, hier müssen wir anfangen. Oh, vielleicht bin Dreieck, ich zu radikal. Dreieck? Ich überlege gerade, wenn wir den hier nehmen. Und dann. Und was machst du dann mit dem Kreis? Holy shit. Na gut. Scheiße. Regeln sind Regeln. Vielleicht... Jetzt eine Brücke. Ja, passt doch. Wir können das Blau jetzt wieder da anbinden. Aber wir müssen auch hier mehr machen. Nee. Was mehr machen? Also mal hier Problemanalyse. Wir haben hier oben Kreuze. Wir haben hier Kreuze. Wir haben fast gar keine Fünfecke. Ja, Fünfeck kann weg. Aber ist es besser, weil hier ist zum Beispiel ein Tropfen, guck dir mal den an. Ja. Und wie lang der fahren muss, der muss hier eins, zwei und dann der hier muss hoch vor allen Dingen zweimal umsteigen. Aber wie könnte man, soll man noch rot an Kreuz? Bringt das was? Ja, dann muss auf jeden Fall, wenn du blaues Kreuz, muss dann nur einmal umsteigen. Oder rot wirklich zu einer saftigen Kreisbahn. Nee, lassen wir das von pink wegnehmen. Und jetzt machen wir rot eine saftige Kreisbahn. Ach du Scheiße. Und geben der eine zweite Lok. Die kommt blau. So. Also die kommt so. Weil rot, guck mal, alle Problemstellen liegen auf rot.
Also mache ich rot größer. Und dann blau gerade vor allen Dingen. Wolltest du mal so langsam vielleicht die Geschwindigkeit rausnehmen? Bei 1000 dachte ich, aber es geht jetzt auch. Aber eventuell ist es ihm jetzt schon zu schnell. Nee, blau lebt. Blau lebt. Naja, scheiße. Das klappt auch hinten und vorne nicht. Ja, da muss man dann vielleicht, wenn man weiß, dass die Revolution vielleicht nichts bringt, dann auch mal die Waffen strecken, bevor es zu mehr Opfern kommt. Ne? Aber Revolution abbrechen oder Eingeständnisse machen? Ich würde sagen, könnte man nicht eigentlich sagen, dass viele Tote hätten verhindern können, wenn man Revolutionen früher abbricht? Ist nicht das, an welche Revolution denkst du jetzt da historisch? Ich denke da zum Beispiel historisch gesehen. Ich denke da den Wechsel von gleich auf Wechselstrom. Ja, von 60 auf 50 Hertz oder andersrum. Genau. Da hätte man vielleicht auch früher mal sagen können, das ist nix, das brauchen wir nicht. Nee, das geht nicht. Mann, dieser drecksinnere Kreis hier. Wer kann denn den nehmen? Gelb? Ja, oder? Ja, ist, nee, ah, nee, doch, nee. Gelb kann den, aber dann muss er den. Ja, aber das ist ja kein Problem. Ja, kreuzt vier Strecken einfach mal hier. Genau. Scheiße. Braun hat jetzt zwei Kreise oben. Ich weiß, sagt Korosu. Ja, danke. Aber es geht nicht anders. Fakt, es bricht alles zusammen gerade. Ja, lassen wir es, oder? Gehen wir, oder? Hauen wir einfach ab. Es ist noch nicht vorbei. Lassen wir die Züge einfach... Mann, Rot hat doch zwei Bahnen. Warum klappt das nicht? Lassen wir die Züge einfach alleine. Übrigens, kurze Anekdote, ja? Vom Mossad. Der Mossad hat mal... Nachricht vom Mossad. Der Mossad, richtig geil, hat mal... Es gab ziemlich viele Juden in Äthiopien. Und die müssten dann zu einer Zeit mal auch da rausgeholt werden, weil die halt bedroht waren. Was hat der Mossad gemacht? Er hat mit dem Sudan einen Extra-Deal geschaffen, dass sie die über den Sudan quasi nach Israel bekommen. Und haben dann im... aber das war auch ein Deal, der nicht öffentlich war, sondern nur mit der Regierung. Ja. Und dann haben die im Sudan... haben die ein Hotel gemietet. Ja, der komplette Mossad hat die Hotelbelegschaft gestellt. Ja, also wirklich monatelang einfach als Hotelbelegschaft. Es gab da keinen anderen außer dem Mossad, der da gekocht, die Wäsche gemacht hat und so weiter. Und nachts haben sie dann immer die Flugzeuge nach Israel geflogen, wo sie dann die Juden hingebracht haben. Und und eines Morgens sind die Leute in einem Hotel aufgewacht und es gab keine Belegschaft mehr, weil die nämlich ihre Projekt, weil ihr Projekt alle Juden nach Israel zu war vorbei und sind einfach abgehauen. Die hatten einfach keinen Bock mehr. Die hatten einfach keinen Bock mehr. Die sind dann einfach aufgewacht morgens und es gab keine Belegschaft mehr im Hotel. Wie geil, Alter, ist das denn? Das ist ja der Traum. Ja, ist doch der Traum, oder? Du warst auf und kannst machen, was du willst. Mega geil. So, ich habe alles entfernt. Ich habe alles entfernt. Okay, aber das ist, haben wir das nicht auch schon mal öfters besprochen? Und pass auf, und jetzt übernimmst du. Guck mal, man muss manchmal auch den Kopf wechseln. Ideen, die dich zu B bringen, bringen dich vielleicht nicht zu C. Du hinterlässt gerade sehr viel verbrannte Erde. Überhaupt nicht, das geht, das ist alles noch machbar. Nimmst du die Herausforderung an? Ja, natürlich. Schau mal, wir müssen die Synergie weitertreiben. Das ist Mini-Metro, Leute. Ja, wir müssen die Synergie weitertreiben. Es kann nicht eine Strategie vom Anfang bis zum Ende funktionieren. Nee. Sondern jetzt kommt der Krane, jetzt kommt der Praktiker, der Pragmatiker, der Erfahrene, der genau weiß, wie es läuft, der auch mal in einer Krisensituation den kühlen Kopf bewahrt, der einfach weiß, was wichtig ist, der erstmal den Hauptbahnhof macht. Haben wir eigentlich schon mal die Mandala-Technik gemacht? Also so... Immer viele Kreise. Das war die Zwiebeltaktik, glaube ich. Ach, das war die Zwiebeltaktik, ja. Ich glaube, vielleicht hilft bei Singapur nur die Zwiebeltaktik. Weil das sind ja auf jeden Fall hier Sachen, die wir nicht an Kreis anbinden können. Das heißt, ich würde jetzt hier mal
auf direkten Wege ins City Center. Und ist das das Center? Das ist das Center. Und ich würde hier mal auf direkten Wege, mehr oder weniger direkten Wege, ins City Center. Ich würde, das sieht jetzt aber eher nach der Tentakeltaktik aus. Ja, aber mit Kreisen. Ach, wir wissen doch auch nicht mehr, welche Taktik wie wo zusammengehört. Hier auf direkten Wege ins City Center. Zack, zack. Minimito macht mich immer hungrig. Es ist wirklich so. Hier, ich meine, es liegt wahrscheinlich auch in der Aufnahmezeit, dass wir immer ja, mittags rum immer aufnehmen. Freitags mittags. Und das Problem war halt, dass wir sonst immer, wenn wir nicht also bevor es Minimito gab, sind wir auch immer zusammen essen gegangen. Ja, jetzt gar nicht mehr. Jetzt spielen wir nur noch Minimito. Jetzt spielen wir nur Minimito und die anderen gehen immer ohne uns essen. Aber ob die mehr Spaß als wir haben? I doubt it. Ganz kurz, ich muss noch was kurz, bevor wir hier weitermachen, was aus meinem Urlaub erzählen. Nicht, dass jetzt besonders interessant für euch wäre. Wir geben in den Kommentaren an, wo man hinskippen muss. Ja, genau. Und zwar habe ich das erste Mal in meinem Leben FKK-Strand ausprobiert. Ach ja? Ja. Und also auch nur so aus Versehen, wir waren mit so einer Gruppe unterwegs und dann hieß es auf einmal, hieß es so, ja, lass mal heute nicht an den Casual-Strand gehen, sondern wir suchen uns so ein einsames Fleckchen, weißt du, weil wir wollen ja total individuell sein. Und was war auf einmal? Wir standen vorm Nudist Beach. Und dann war es so, ja, gehen wir da jetzt hin oder nicht? Und ich so, ja, also können wir auch einfach wieder zurückgehen, ne? Einen normalen Schuh gehen. Nö. Wir gehen da schön hin. Und ich muss sagen, ich habe mich überzeugen lassen, im Wasser nackt sein finde ich gut, aber am Land nackt liegen finde ich nicht gut. Und jetzt kommt die Frage, ist es erlaubt? Also wie ist es in der FKK-Szene? Darf man am FKK-Strand sein, wenn man nur nackt baden will? Und nee, ich glaube nicht. Das ist ja der Deal. So. Ich glaube, das ist ja der, du öffnest dich ja und erwartest aber als Gegenleistung, dass es andere machen. Weil sonst ist ja, sonst bringt es ja nichts. Ja, aber was ist denn zum Beispiel mit den Leuten, die gar nicht so in der prallen Sonne liegen dürfen, so mit in ihrem ganzen Körper? Naja, auf den Badehosenbereich kommt es, glaube ich, auch nicht mal an. Also wenn du sagst, ich darf nicht in der Sonne liegen, dann macht es keinen Unterschied, ob du mit Badehose oder ohne da liegst. Ja, aber was ist denn, wenn ich mit Badehose und T-Shirt im FKK-Bereich liege, aber dann mich immer komplett ausziehe und nackt bade? Wenn du, glaube ich, mit T-Shirt, Badehose und Fotoapparat im FKK-Bereich liegst und sagst, ich bin nur hier, um nackt zu baden, ja, das könnt ihr nicht sehen, weil ich unter Wasser bin, glaube ich, kommt das komisch rüber. Glaubst du? Aber was ist denn mit den Leuten, die einfach nicht sich nicht... Die gehen halt nicht auf den FKK-Strand. Nee, ja, aber die wollen halt nackt baden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es nicht nur ums nackt baden geht, sondern um Freikörperkultur im Allgemeinen. Dass du dann nicht, du kannst nicht pick and choose. Du kannst nicht sagen so, ja, ich will aber nackt schlafen und nackt im Wasser. So, aber es ist ja ein Lebensgefühl, dass du einfach generell nicht mehr drüber nachdenkst und die Höhlen fallen lässt und einfach generell lebst, wie du geboren wurdest. Ja, aber am Casual-Strand, wenn ich dann im Wasser bin und auf einmal hier... ich habe meine Badehose aus, dann ist wieder, heißt es wieder, hier ziehen Sie mal schnell Ihre Badehose an. Nee, das ist kein FKK-Strand. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst eher... Das heißt, für mich heißt es jetzt im Umkehrschluss als Lösung, ich muss immer an den normalen Strand gehen und dann im Wasser meine Badehose ausziehen, mit der rumschwimmen und dann wieder kurz vor Ende wieder anziehen. So wie es jeder normale Badegast auch macht. Viel Spaß. Ja. Werbung, bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Minimetro. Fabian Krane ist dabei, mein Chaos aufzuwischen. Mhm. Und er hat etwas geschaffen, das wir uns gleich mal angucken. Erklär mal, was hast du dir dabei gedacht? Also, ich habe mir heute mal wieder die altbewährte Zwiebeltaktik rausgekramt, weil ich glaube, Zwiebel und Singapur, das ist eine Kombi, die man kennt. Ja? Mhm. Die ist allseits bekannt, allseits beliebt. Und ich bin ja eher so ein konservativer Bahnbauer, wie du ja weißt. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir einzelne Suburbs rausgesucht und sie mit Linien zu unserer Stadtmitte verbunden. Wir haben hier einmal die westliche 2.1-Linie, ja, zu dem Viereck. Das ist unser Knotenpunkt, den ich an der Stelle geschaffen habe. Wir haben hier die grüne 3.4-Linie, auch zum Viereck endend. Wir haben hier die rote, über den Fluss kommende 5.1-Linie und hier nochmal die blaue, auch über den Fluss kommende 9.2-Linie. Darf ich Kritik üben oder habe ich dieses Recht abgegeben? Nee, das hast du noch nicht abgegeben. Ich will ganz kurz noch zu Ende kommen, wenn du mich noch kurz ausreden lassen würdest. Ich meine, in der Bundespressekonferenz wird auch jeder ausreden
Darf auch jeder ausgeben. Und dann habe ich hier noch zwei Kreise geschaffen. Das ist nämlich einmal hier die rosane 12.1-Linie plus der braunen 13.5er-Linie. Ja, jetzt kommst du. Braun hat recht viele Kreise. Ja, Braun hat sehr viele Kreise, leider nicht vermeidbar. Ich bin am Überlegen, ob man langfristig die rosane Linie vielleicht ein bisschen verkleinert und dafür die braune ein bisschen ausbaut. Man ja, und du hast noch zwei Brücken, wenn ich sagen darf. Und die Exoten haben momentan nur grün. Warte mal, grün. Das mache ich gleich, glaube ich, hier. Und zwar diese Nummer hier. Aber das ist auf jeden Fall dein Stadtzentrum, ne? Dieses Viereck bei grün. Da können auch alle zu den Exoten umsteigen. Ja. Hallo! Entschuldigung. Hey, hallo. Max! Na, Max, was geht? Komm her, setz dich. Hallo. Wo ist denn die Kamera? Da. Habt ihr gar keinen Rückbild? Setz dich doch. Da unten. Alles ganz schön. Sich. Max, was gibt's? Ey, ich hab ne Sache. Ja. Du lässt jetzt einen richtigen Hammer raus, oder? Ich lass einen Hammer raus. Verflixte Klicks, ne? Gleich 14 Uhr. Müssen wir nochmal schieben. Aber das war ja keine Verflixte Klicks-Folge, sondern nur eine Technikprobe. Und die wird verschoben auf? Das steht noch nicht fest. Alles klar. Ich habe gerade die Info bekommen, dass wir das jetzt auf jeden Fall nicht testen können. Habt ihr Bock, noch eine Stunde Minimetro zu spielen? Was muss denn... ich glaube, es zwei machen wir. Aber was muss denn getestet werden bei Verflixte Klicks? Willst du da schon was teasern, oder... Nee, also wir haben ja die neue Webseite und vorher haben wir das bei uns auf der watch.rockbeans.tv Plattform gemacht und jetzt wird das auf der Webseite umgebaut und da muss natürlich gecheckt werden, ob das auch super funktioniert und nicht erst in der Folge. Okay, gut. Aber nochmal, bis 15 Uhr Minimetro? Nee, bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr. Wir müssen los, ich mache um 15 Uhr direkt weiter, Let's Play weiter. Weißt du, was ich... Ich brauche eine Stunde Pause am Tag. Scheiße, und ich dachte, wir spielen 7 Billion Humans. Der zweite Teil von... Ich bin halt wirklich bis 19 Uhr durchgehend auf Sendung. Ich bräuchte halt irgendwo mal eine Stunde. Max, suchst du doch jemanden anderen? Er ist der Mann, der das... Du bist doch der Human Resource Machine Dude. Ja! Ja. Ja, Lars auch. Lars hat das auch letztes Mal. Nee, Lars möchte das nicht mit mir spielen. Was? Lass es das mal hinten anstellen. Wir machen das irgendwann mal. Es tut mir leid, aber ich habe danach direkt Let's Play und Rage of Empires. Ich will mir kurz eine kleine Brezel. Geil. Hau rein. Danke, dass du mich hängen lässt, ja? Danke. Ja. Du findest bestimmt genug Leute. Guck mal, Andreas ist da, Donny ist da. Tschüss. Tschüssi. Der Max. Immer auf Zack, ne? Immer auf Zack. Okay, bist du bereit, das Startsignal zu geben? Du hast noch ein Viereck unbedarft. Ah, ja. Ich war gerade dabei, die braune Linie ein bisschen größer zu machen, weil wir hier mit der rosanen... So, warte mal. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt hier drei Kreise. Ja, ach, das kann man doch alles noch. So, jetzt ist diese Phase, wo erstmal alle alles mega desorientiert sind. Ja. So, ganz kurz Stopp. Hat jeder eine Bahn überhaupt? Ich glaube, du hast zwei Bonus Waggons und musst erstmal gucken, wo du die... Warte mal ganz kurz. Ich sehe keinen einzigen Wagen gerade. Doch, auf Rot. Auf Braun ist einer. Auf Grün ist auch einer. Aber auf welchen Linien sind zwei? Ist überhaupt einer auf Gelb? Ich verstehe es nicht. Deswegen mag ich das nicht mit diesem komplett neu aufbauen. Weil du dann diese Phase die hast, alle? Die dir alles kaputt macht. Die müssen jetzt kommen sie, da kommen sie. Ah, und jetzt hast du zwei im Köcher. Da kommen aber noch mehr. Nee, du hast ja noch zwei im Köcher. Ich glaube, jetzt hat jede Linie einen. Ja. Und die beiden Boni hast du noch im schönen... Okay. Auf dem Ersatzgleis. Okay, jetzt mache ich mal hier kurz einen bei Blau hin, weil das läuft ja hier gar nicht. Ich glaube, es ist zu gewagt, dass die Exoten nur eine Linie haben. Aber gut. Naja. Also ich habe mich in einem Moment der Not an dich gewandt. Ja. Und jetzt muss ich auch akzeptieren. Was ich tue, ne? Ja. Das sehe ich aber auch so. Ich würde hier grün noch gern verlängern auf dieses Dreieck, weil eventuell bleiben die Leute dann sitzen, weil es hier dann schneller zu den Exoten geht. So, jetzt machen wir hier mal ganz kurz... Ah, aufteilen. Umsteigeoptionen aufteilen. Umsteigeoptionen aufteilen, genau. Wir machen, glaube ich, hier noch eine in... Wo ist denn dieses scheiß Fünfeck? Ach, da. Ja. So. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Fünfeck? So, ja. Ist das kein Fünfeck? Oh, grün. Fällt in die falsche Richtung. Grün? Ist auf dem Weg nach Norden. Ja, warte mal. Ja, grün ist die Exotenbahn. Und das, glaube ich, ist ein Kardinalsfehler, zu sagen, Exotenbahnen müssen immer dick besetzt sein. Mhm. Ich nehme, glaube ich, hier
noch einen dritten auf Pink. Ja, das stimmt, das ist eigentlich auch ganz gut, dass die mehrfach. Hallo, ja, hallo. Man merkt bei Kran einfach, der weiß, was er tut. Der hat alles Hand und Fuß. Stopp! Warum ist da niemand eingestiegen? Wegen den Exoten, die fahren in die falsche Richtung. Nein! Die Exoten brechen immer das Genick. Nein, guck mal. Hier sind Tropfen. Tropfen ist da, ja? Warum sind die da nicht eingestiegen? Die müssen doch hier hinkommen, um auf die blaue Linie umzusteigen. Ich check's nicht. Sorry, aber das ist jetzt wohl eindeutig. Naja, vielleicht hast du es irgendwie zu spät teleportiert oder die sind gerade erst erschienen oder sowas. Vielleicht liegt's daran. Hä? Das check ich wirklich gerade gar nicht. Ja, vielleicht, wenn er merkt, dass es für ihn klüger ist, die Nächsten dann mitzunehmen. Ja. Vielleicht lässt sie dir dann durch, das weiß ich nicht. Es wäre halt gut, wenn wir das Spiel auch irgendwann mal anfangen würden zu verstehen. Ja, sondern bevor wir nicht nur spielen, sondern verstehen. Besten Fall macht man es ja so, bevor man dann mit auch online geht, ja, dass man das schon mal verstanden hat. Aber sind wir da jetzt durch mit dem Dreieck? Weil der erste Pinke die nicht aufgenommen hat. Ja, das ist. Das ist ja jetzt ja wirklich, das kann nicht sein. Das ist ein klassisches GG, würde ich sagen. Nee, der muss sie doch einnehmen. Aber da sind doch auch. Ja, aber guck mal, die Kreuze und die Fünfecke. Aber dass er die Tropfen nicht mitnimmt. Ich meine, wir können jetzt da noch lange philosophieren, wir können aber auch einfach auf die Leertaste drücken und hoffen. Ja, auf was denn? Darauf, dass sie einsteigen, dass es nur irgendwie so ein Teleportproblem war. Kann ich da jetzt irgendwie noch einen Grün? Ja, oder du kannst ja nochmal alle Loks dahin ballern. Ja, das kann ich jetzt machen. So, aber hier keine andere Richtung. So was? Oh ja, das war der Fehler, dass es die falsche Richtung war. Und du auf grün. Ja, das auf grün. Ich will nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es gesagt. Ich habe so ungern recht, aber ich hatte recht. Ja, naja, ich mach's jetzt einfach mal. Hier noch auf. Ich kann da gar nicht hingucken. Hier nochmal auf grün. Ich kann da gar nicht hingucken. Immer diese fucking Sekunden, bevor dieser dumme Screen kommt. So, Freunde. So. Ich würde sagen, wir starten das jetzt mal. Wir starten und wir hoffen, dass die Tropfen einsteigen, sonst fließen hier auch gleich Tropfen. Alles klar. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Wow. Fahr, die steigen aus! Was? Was? Da geht's! Ja! Yes! What? Wie ging das denn? Weil da sind erst Leute ausgestiegen. Oh mein Gott, so viel zum Thema GG da draußen, immer die ganzen GG-Schreier. Immer GG, bei jeder Sache sofort. So, jetzt kümmere dich mal um Braun, mein Lieber. Ja, so. Also, ich habe jetzt hier tausende Linien. Jetzt hole ich mir erstmal die. Das war frech. Aber bitte zieh deine Lehren da raus und verstärkt die Exoten. Ja, okay. Bitte zieh die Lehren. Ja, ich ziehe auch Lehren los, aber man muss jetzt auch einfach mal fairerweise sehen, dass das irgendwie 10 Sekunden Spielzeit, nachdem ich umstrukturiert habe, das System hat sich alles noch nicht akklimatisiert. Du kannst ja ein Leben lang nach hinten gucken. Ja, das ist wie im Urlaub. Du kommst in ein anderes Land, du musst erstmal die Luft atmen. Den ersten Tag weißt du noch gar nicht so, und dann hast du dich akklimatisiert und dann fängt der Urlaub erst so richtig an. Ja, aber du kannst nicht dein Leben lang nach hinten gucken. Du kannst nicht sagen, irgendwie. Du musst nach vorne gucken. Es du musst sagen, wie es können gibt wir Leute, es gibt zukünftigen Problemen vorbeugen. Es gibt Leute, die laufen rückwärts, also so als Sport. Ja, aber so einer bist du. Die sind auch schnell. Und ich glaube so nicht, dass sie das Land voranbringen. Gibt es ein Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekord für 100 Meter am schnellsten rückwärts gelaufen? Ja, bestimmt. Wenn du einfach denkst, so wow. Es gibt Leute, die Marathon rückwärts laufen. Sehr geile Werbung tatsächlich, so Autowerbung. Finde ich, glaube Lamborghini oder sowas hat das mal gemacht, so. So halt der neue Lamborghini, super krasses Auto und dann so Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Sternchen und dann unten rückwärts. Alter, das steht nirgendwo, oder? Das fand ich schon geil. Das steht nirgendwo, wird damit beworben, wie schnell ein Auto rückwärts fährt. Dabei ist es manchmal total entscheidend. Ob man jetzt mit 80 oder 100 rückwärts über die Autobahn ballert. Fuck, Ausfahrt verpasst, erstmal schön nach hinten ballern. Ich habe noch nie in einem Autoquartett Rückwärtsgeschwindigkeit gelesen. Das stimmt, ja. Okay, aber wer prüft das denn? Als ob die Automotor Bildsport
da irgendwie ist, mal sagt. Meinst du, auch selbst der Autoentwickler so rückwärts fahren, das wird einfach nur mit eingebaut, aber wie schnell er wirklich rückwärts fährt, weiß niemand so genau. Ich warte auf das erste Auto, das hat Gänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rückwärtsgang 1, Rückwärtsgang 2. Dass du den Rückwärtsgang nochmal im zweiten Gang nach hinten legen kannst. Ja. Dass du einfach sagst, so jetzt aber einfach mal schön 160 auf der Autobahn rückwärts. Jetzt fahren, ja, genau. Nee, ich für Gangster ist es doch so super, super entscheidend, wie schnell ein Auto rückwärts fährt. Die müssen doch auch mal, wenn die irgendwie, wenn die vor der Polizei wegfahren, müssen die doch ihren Feind im Blick haben. Hä? Okay, ja, aber das ist jetzt wieder deine Argumentation. Ja. Du willst die sehen, die hinter dir fahren. Und deswegen lebst du in der Vergangenheit. Fährt ich will die sehen, die vor mir fährt sind. Der Gabelstapel da nicht auch eigentlich die ganze Zeit rückwärts? Viel. Viel, oder? Ja, ich glaube, der kann schneller rückwärts fahren als vorwärts. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Okay. Und wir haben ja. Braun musst du lösen. Braun. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir hier lösen müssen. Und Exotenlinie. Ich glaube nicht, dass die Braunen das Problem sind. Ich glaube, die Exoten sind das Problem. Das möchte ich hier live on tape auch mal gesagt haben. Binde die Exoten an. Ja. Ja, du musst jetzt zum dritten Mal klickst du da jetzt hin. Du musst eine andere Linie dahin bauen. Ich guck noch. Ach, eine andere Linie. Du meinst vielleicht sowas? Ja, du hast da Brücken. Hä, warum hast du jetzt. Ja, du hast Brücken. Brücken ohne Ende und baut nicht. Guck mal, sowas würde ich machen. Aha, jetzt kommen wir. Jetzt wird ein Schuh draus. So, und jetzt vielleicht gelb hier noch dran. So. Hier gelb übrigens noch an den Kreis, damit es keine Dings ist. So, jetzt haben wir das schon mal gelöst. Jetzt haben wir Braun noch nicht gelöst. Wie können wir den Braun lassen? Blau ist ganz kurz. Da muss eine mehr Lok drauf. Und die hat, das habe ich dir aber auch gleich am Anfang gesagt, dass Braun zu viel Kreise hat. Alles, was Kreise hat, nee, das habe ich dir gesagt. Das habe ich dir gesagt. Das ist überhaupt nicht richtig. Natürlich, Kreise sind das Problem. Kreise sind der Ursprung allen Übels. Ja. Du behauptest immer viel, wenn der Tag lang ist. Also, hier mache ich noch Braun hin, dann ist das abgedeckt. Finde ich super. Finde ich gut. Hier am Braun sind nur noch zwei Kreise. Hier drei Kreise insgesamt. Welche Linien haben jetzt mehrere Loks? Das weiß ich alles nicht. Ja, das musst du wissen. Ja. Du weißt ja gar nicht, wie deine Kinder heißen. Wie sollst du denn da die Zukunft du planen? Du hast alles gelöscht und jetzt muss erstmal hier alle Loks einmal am Depot vorbeigefahren sein, damit ich weiß, wie viel ich überhaupt noch hab. Radikal neu anfangen. Muss manchmal sein. Lass mal laufen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Spielraum. Ja, hier müssen wir jetzt mal gucken. Aber ich glaube, das braune zweite braucht. Ja, und zwar die grüne hier, gleich direkt, wo wollen die alle hin? Viereck. Hat Braun überhaupt eine Lok? Das kann doch nicht sein. Wie kann die denn verloren gegangen sein? Ah, die hast du wahrscheinlich vorhin in der Panik. Ja. Haben wir alle rüber. So, warte mal kurz. Wo gibt's denn noch mehrere Loks? Ey, Pink hat drei. Ja, brauchst du auch. Pink hat drei. Brauchst auch nicht. Nee, eins noch auf Braun. So. Ey, gibt's ein Add-on, wo man einfach sieht, wie viele Loks auf welcher Linie sind? Das wäre so hilfreich. Ja. So. Oh, und jetzt da auch. Lila ist auch eine super strange Bahn, muss man auch mal sagen. Ich habe gerade nicht alles im Blick hier. Scheiße. Scheiße, Leute. Ja, ich kann von Grün auch wieder eine wegnehmen, ganz ehrlich, Leute. Ich will den jetzt mal zu fast kriegen. Komm jetzt! So, und jetzt hier, wohin fährt der jetzt hier? Braun hat keinen Zug, schreibt Max Fox. Ja, das stimmt ja wohl nicht. Ja, ist auch schon 12 Minuten her. Ja. Das ist GG. Wenn das jetzt noch einer schreibt. Klaus Klausen. Wir wissen nicht mehr, ob es wirklich nur Pessimismus oder Trollen ist. Aber wo ist der Unterschied wirklich? Hört diesen Mann an. Oh, was esse ich ihm heute? Hey, ist doch ganz klar. Würstchen und Kartoffelsalat aus dem Bordbistro. Ich hab Heavy Board bist du. Ach so, ach jetzt verstehst. Sorry. Wenn es um Essen geht, habe ich keine Ironieebene. Da habe ich keine Ebenen mehr. Florentin! Guck mal, alle Kreise. Nein, Florentin. Nee. Sorry, aber jetzt ganz kurz mal ernst. Florentin, überschreit doch keine rote Linie. Haben wir auch gerade. Doch. Du hast gerade eine rote Linie. Nein, du hast einfach mein Spiel gestartet. Wir zählen mal durch bei Gelb. Du hast jetzt mal an die Faktentafel. Wir zählen mal durch bei Gelb. Wie viele Kreise haben wir? Uno, due, tre, quattro, cinque,
5 Stück in Folge. Überprüfen wir bitte ob das wirklich... Sorry, aber da sind wir wirklich, da sind wir jetzt zurück auf dem Niveau von Folge 2, wo wir einfach hier 5 Kreise in Folge machen und denken, das wäre... Ja, aber wie soll ich das denn lösen gerade? Ja, den können wir... Guck mal, grün, was ist denn mit lila? Lila ist komplett untätig. Lila macht gar nichts. Das stimmt nicht, die verbindet hier das. Ja, aber dann kann ja auch noch ein bisschen nach Westen ausstreuen. Da hast du da tatsächlich recht. Guck mal, die machen wir jetzt so. Die Frage ist auch gerade, mehrere Umsteigeoptionen anbieten. Das heißt, vielleicht nehmen wir gar nicht das Viereck mit, sondern... Das andere Viereck, das südliche Viereck. Ja, oder? Wir wollen ja nach Westen bauen. Ja? Das heißt, ich fahre hier lang, hier zum Beispiel hier grün, kann doch noch den Kreis hier bekommen. So, zack. Jetzt fahre ich mit lila hier hin und hier hin. So, jetzt kann ich das zum Beispiel lösen. Könnte das so lösen. Und kann hier noch das anbauen. Was hältst du denn davon? Er hat halt kein Viereck, ne? Also das halte ich wirklich für einen Fehler. Ja. So, jetzt besser? Ja. So, dann haben wir da den Tentakel. So, wo haben wir... Ich glaube, wir brauchen so eine Schachuhr, die immer angeht, wenn wir pausieren. Wir dürfen nur so ein Kontingent Du meinst, dass wir unsere Unfähigkeit jetzt auch noch mehr unter Druck setzen, indem du noch eine Uhr dazu packst, die uns noch schlechter macht? Ich glaube, wir wurden im Laufe dieses Formats... brauchen wir immer länger und wir werden immer schlechter. Und ich will jetzt einfach mal an einem der beiden arbeiten. Zumindest mal an der Geschwindigkeit. Tu es. So, wo ist jetzt hier? Hier brennt's doch. Aber da kommt auch ein Wagen. Ich verpasse das schon. Aber ja, das sind auch Vierecke. Ja gut, Braun hat 3 Vierecke. Das ist schon verrückt, ne? Ja. Also ich meine, es ist nicht schlecht, weil da viele Vierecke sind, aber... Warum kommt... Für den Liniendurchschnitt? Warum verrückt. Ist jetzt hier... Zack... Warum ist jetzt hier so Trouble? Hat Lila, das ist jetzt hier. Können wir vielleicht sowas machen? Ja, können wir. Du hast ja erst 3 Kreise und dann 3 Dreiecke bei Lila. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich meine. Die Leute, guck mal, der Chat schreibt rot, 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 rot. Was ist mit rot? Stimmt! Rot tut nichts. Ich spiele Tischtennis. So, wo machen wir rot dran? Rot da dran. Wo machen wir denn jetzt noch hier? Vielleicht hier so eine gerade Linie einfach durch? Was hältst du denn davon, Florentin? Ja, aber du musst auch die Dreiecke, also ich glaube, die 3 Dreiecke bei Pink sind auch schon ein bisschen problematisch. Ja? Das heißt, sowas... Wo sind wir denn hier mittlerweile, dass 3 Symbole in Folge nicht mehr als Problem erkannt werden? Also, sorry, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Seit wann? Ja, das passt schon. Das passt 4, schon. 5 in Folge. Kein Problem. Ich erkenne dich nicht wieder gerade. Wir haben uns auseinandergelebt, glaube ich, in diesem Urlaub. Glaube ich, haben wir uns echt auseinanderentwickelt. Ich glaube, der eine hat einen Schritt nach vorne gemacht, der andere nach hinten. Und ich will nicht sagen, wer ist. Mhm. Aber ich sag mal, ich habe in einer halben Stunde 1000 gemacht und du hast in 2,5 Stunden 200 gemacht. Weil ich deine Scheiße übernommen habe. Wie oft soll ich das noch sagen? So. Rot hat überhaupt keine Lok, Leute. Was ist das? Jetzt konzentrieren wir uns mal. Wir brauchen noch eine auf Rot. Wir haben 3 auf Braun. Das ist, glaube ich, zu viel. Ja, aber eine guck mal, aber er... Nee, das passt schon. Wie viel hat Blau? Blau hat eine, ist aber sehr kurz. Passt. Okay, dann pack. Nimm mal eine von Braun auf Rot. Ja, den nimmt ihr als Almec. Aber die Kreuze... Mach mal Go, komm. Mhm. Ich habe eine Woche jetzt, und das ist das erste Mal, dass ich das hier... Ist. Brauchen wir Brücken? Hatten wir ein Brückenproblem? Oder brauchen wir einen Waggon? Wir hatten kein Brückenproblem. Ich glaube, wir brauchen einen Waggon. So, zack. Wo kommt der jetzt hin? Der Waggon, würde ich sagen. Gelb struggled. Sorry, aber ganz kurz. Ich mag deine generelle Balance nicht. Ja. Du hast manche Linien, die super kurz sind und manche, die super lang Welche sind. Welche ist zum Beispiel super kurz? Gelb. Ist nicht super kurz. Klar, 5 ist ultra kurz. Vergleich das mal mit Pink. Pink sind 10. Pink ist aber auch eine Kreisbahn.
Aber Pink müsste, glaube ich. Grün ist auch komisch lang. Weiß, ja, ah, warte, ja, mal, warte, mal, ja, warte mal, warte mal, ja. Ich habe hier eine Idee, ich habe eine Idee. Wir machen Pink, lösen, machen wir Ultimo kleiner. So. Ja! So, zack, pass auf. Jetzt Gelb bauen wir aus hier für die Norden als Kreisbahn. Zack, 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 zack. Okay, aber das Problem zack. Ist gerade die Westbank, ne? So. Westbank. Ja. Da ist gerade richtig Stress. Ja. Ah. Und wir bauen hier zu zack, zack. Ist jetzt Rot zu lang, ist die Frage. Eigentlich nicht. Rot ist nicht zu lang. Jetzt ist die Scheiße wieder nur mit, wie synchronisiert sich die Kacke hier. Deswegen bauen wir hier mal vorsichtshalber hier direkt die Scheiße hin. So. Und jetzt... Man merkt, die Sprache ändert sich. Das ist nicht mehr der ruhige Behendebahner. Nee. Das ist der Katastrophenbahner. Das ist der Bahner, den das Schicksal gerufen hat. Ich sehe jetzt hier, ich sehe vor lauter Wald gar nichts mehr, ehrlich gesagt, gerade. Ich sehe vor lauter Schienennetz nichts mehr. Guck mal hier, das sieht doch alles nicht cool aus. Das ist überall stehen, die Leute strengeln sich am Krobak. Ja, und dann werden hier die Wassertetrapacks ausgeteilt. Ja. Und man sagt, ich brauche jetzt wirklich alles. Ich brauche alles, aber nicht ein Wassertetrapack. Ja. Kann man die wirklich viel länger lagern in Tetrapacks als in Flaschen oder was? Ist das die Idee? Ist es billiger? Ich habe Ablaufdaten von Wasser ja eh noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Naja, bei Plastik, glaube ich, da löst sich das Plastik innen irgendwann auf in der Plastikflasche nach ein paar Wochen. Gerade wenn es da in der Sonne rumsteht oder so. Das hatten wir, ach ja, stimmt. Vielleicht das hatten wir auf der Gamescom. Da haben wir Wasser geholt und es war ja so Wasserknappheit in der Zeit. Und dann haben wir irgendwo in Köln Wasser geholt. Und es war einfach, es hat einfach komplett nicht geschmeckt. Und dann hatten wir da so 10 Kisten Wasser und niemand hat es getrunken. Oder alle haben es nur so krass in sich reingewürgt, weil es einfach so ekelhaft war. Echt? Ja, ja. Es hat so nach Plastik geschmeckt, ja, oder? So richtig krass. Ach Mann, ey, Florentin. Das hast du mir nur hier für einen Scherbenhaufen hinterlassen. Das sage ich auch noch bis zum Ende des Spiels. Die blaue Linie hat kein Dreieck. Kritisiert. Kurosu. Oh, der hat schon viele gute Sachen gesagt. Mara ist anscheinend auch im Chat. Hallo Mara. Hey Mara. Warum sollte man Wasser vor Licht schützen? So, ich habe jetzt dieses Blaue da dran verbunden. Das ist jetzt auch nicht. Wir haben jetzt natürlich auch 3 Dreiecke hintereinander, ne? Ist das gut? Das ist die Phase von Minimetro, die mich immer ärgert. Dieses immer Stop and Go, da passiert nichts. Ich hatte Unrecht von Anfang an. Du brauchst einen starken Plan und den ziehst du bis zum Ende durch. Ja, hast du ja gemacht. Nee, ich habe aufgegeben. Ich hatte nicht den Mut. Ich hatte nicht den Mut. Okay, so würdest du das definieren, dass du nicht den Mut hattest? Man muss einer Idee auch erstmal Raum geben. Und wenn du jede Idee bei der ersten Schwierigkeit sofort wieder erstickst, so hätte es nie Burger King gegeben. So hätte es nie McDonald's gegeben. Merkt man, dass ich Hunger habe? Nee, gar nicht. Wollen wir einfach die Kamera mitnehmen und in Edeka? Einfach die Kamera mitnehmen mit ganz langem Kabel? Wir nehmen einfach mit und machen ein richtig langes Kabel dran. Da gibt es ja bei Twitch, ne? Also Twitch ist ja so als Gaming-Livestream-Ding. Aber es gibt ja auch super viele Twitch-Streamer, die einfach ihren normalen Alltag bestreiten. Ja, aber halt immer eine Kamera dabei haben. Real-Life-Content nennt man das, glaube ich. Ja. Okay. Hast du gesehen auf Twitter? Lena möchte jetzt auch twitchen. Ja, habe ich gesehen. Die könnte ich mir halte ich nicht für die beste Idee der Welt, aber sollen sie mal probieren. Könntest du dir die auch bei Minimetro vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Du, hier geht die Einladung raus. Ja. Lena Meyer-Landrut, falls du Lust hast, mal bei uns vorbeizukommen, bei Minimetro. Wir spielen eine entspannte Runde. Fabian Kahn ist ein ganz netter. Komm vorbei und ich glaube, wir haben eine Menge Spaß. Ja. Okay, blau jetzt nicht vergessen. Obwohl, du hast recht, wenn Lena wirklich unter die Streamer geht, ja, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass sie mal bei einer Folge Gamefiles hier vorbeikommt oder sowas. Ja, das wäre doch geil, oder? Das wäre schon. Das wär, das find ich cool. Ey, dann machen wir Music Fights.
So, was ist das beste Album aller Zeiten? Bestes Cover? Irgendwie beste Performance aller Zeiten? Ja, da alles. Kannst du, und dann laden wir Lena ein. Ja, alles. Da kann ich halt nicht mitreden, weil ich mit Musik nicht auskenne. Ja, aber dann zum Beispiel so ein Eddie oder so, könnte ich mir das schon vorstellen. Oder so ein Budi. Marc hat auch Ahnung. Oder so ein Nils. Oder so ein Simon. Ich glaube, Marc hat, wer ist sonst noch Ahnung? Thaddäus. Könntest du das beantworten? Bestes Album aller Zeiten, sowas? Nee, du hast mich ja schon, wir hatten ja letztens schon mal die Konversation zusammen, in was bist du eigentlich Experte? Ja. Und dann hast du was gesagt und dann konnte eigentlich nichts so richtig sagen und deswegen, ich habe keine Ahnung von Musik, ich habe periphere Ahnung. Aber was schreibt denn der Chat gerade? Jungs, lenkt nicht vom Spiel ab. Schon wieder Kurosu. Nur weil ihr gerade alles an die Wand fahrt. Ja, du kümmerst dich ums Spiel. Komm, wir haben schon ganz andere Sachen gerettet. Ja. Haut mal das beste Album aller Zeiten. Schreibt mal, was ihr schon gerettet habt. Das will ich auch lesen. Es ist schon verwirrend genug, wenn man einen Auftrag in den Chat gibt. Ich glaube, mehrere Aufträge. Jetzt! 25 Hausaufgaben an den Chat. Schreibt mal eure Top 4 Lieblingsmumien. Schreibt eure Top 4 Lieblingstüren. Curtain Call von Eminem schreibt hier. Hot, hot potato. Meteor von Linkin Park. Ja, aber das ist, glaube ich, auch viel Ironie, ne? Bravo, jetzt 98. Ja, war gut. Komm, du mach weiter jetzt. Wie rette ich denn jetzt hier rum? Thunderdome. Habe mal einen Fisch vor dem Ertrinken gerettet. Gute Gags von Danirable. Komm, fahr. Hey. Und du fährst jetzt auch mal hier. Was sagt man denn, wenn ein Fisch pink nicht mehr kein Wasser mehr hat und dann stirbt? Dann ist er ein Dreieck. Appetite for Destruction. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Wow. Vaccaras und Intriganto haben beide gleichzeitig dasselbe Album genannt. Appetite for Destruction. Da gehört ihr mal rein. Guns N' Roses. Das war eine gute Band. Heute machen die keine Musik mehr wie die Guns N' Roses damals. Das war schon. Heute hier mit Britney Spears und Kylie Jenner und so, aber damals Guns N' Roses oder hier. Link. Ja, auf mich anzustupsen. ich glaube, die Leute wollen sehen, wie Flo und den Will über Musik redet. Ich habe es ganz arg im Gefühl. Weißt du, was ich auch interessant fände? Nee. Minimetro, aber für Flugzeuge. Fa. Hallo! Oh! Hallo! Oh! Leute, es ist die Sendung! Grün! Ja, aber es ist die Sendung mit den knappen Dingern. Ja, das ich glaube, dass LSFKK, während die aussteigen und während die einsteigen, der Timer nicht gilt. Und weiter. Ich habe gerade eine gute Idee. Ach ja, Minimetro, aber für Flugzeuge. Ja, und für Luftraum, oder was? Nee, die Flugzeuge fahren schon auf dem Boden. Die fahren auf Schienen, das schon. Aber halt mit Flugzeugen, meine ich. Nein, aber es gibt doch... Gibt's das, so eine Art SimCity für Flug... Nein, also nicht, dass man einen Flughafen bauen muss, sondern... Nein, ich wollte doch damit sagen, dass... man kann ja auch am Flughafen... Es gibt ja auch so Simulatoren, wo man am Flughafen bestimmen muss, auf welcher Landebahn denn starten und so. Aber du meinst mit Flugraum... Nee, ich meine schon die ganze Welt. Die ganze Welt, ja. Ah, plopp, Hongkong. Ja. Ihr wollt jetzt auch fliegen. Zip. Ja, der Ausdrucker schreibt Flight Control heißt das, aber ist das wirklich, sieht das wirklich so aus? Airport Manager, nein. Nein. Bestes Album ist Interstellar. Boah, das geht mir auch so auf die Nerven, dieses Interstellar Soundtrack-Gehype. Das ist ein mittelmäßiger Soundtrack. Sorry, aber ich muss es auch mal gesagt haben. Ich will einfach noch ein paar Hass-Kommen. Jetzt fährt er durch. Hier, der kriegt schon mal nicht mehr den Wagen. So. Der kriegt blau. Also ich hasse das. Ich hasse dieses Spiel. Da kommt aber auch nichts an. Wie lösen wir das denn? Ich bin nur noch am Micro. Nur noch. Florentin, nur noch. Ja, es ist Donnerstag. Vielleicht bringt die neue Woche nochmal neues Licht. Ja, aber das... Ach, scheiße. Na, der Hauptbahnhof. Scheiße. Warte. Wie kommen wir denn da ran? Warte, wir machen jetzt den Deathmatch-Modus. Wir machen jetzt, du guckst es jetzt genau an und dann zählen wir von 20 runter. Ja. Und dann drückst du Play und wir dürfen nie wieder pausieren. Und dann einfach gucken, was passiert. Und dann Krani in Motion. Okay? Okay. 20.
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11, 10. Bin schon lange soweit. 3, 2, 1, go! Sie sehen Krani in Motion. Es darf nicht mehr angehalten werden. Krane gibt alles. Lila gibt noch Probleme, aber Krani ist bereit. Mittlerweile an keiner Stelle mehr irgendwelche Problemzonen. Auf der anderen Seite hier wird nochmal ein Waggon umgestiegen. Jetzt kommt der Stern hier auf der Nordseite, wird angebunden an Rot direkt. Währenddessen in der Mitte staut sich einige schon im Hauptbahnhof. Auch auf Braun gibt es einige Probleme, bei Blau ein bisschen am Abklinken. Und ansonsten natürlich auch Rot ganz im Westen, hat aber mit natürlich eine Zwei-Wagenbahn hier schon einiges alles einigermaßen gut unter Kontrolle gebracht. Kann aber hier der Wagen noch weiter bestückt werden bei Rot. Die Gefahr erstmal gebannt bei Rot. Jetzt wird aber Rot aber immer weiter ausgestreckt hier. Krane kommt nicht her und der Countdown bei Rot läuft weiter im Westen. Im Westen der Countdown bei Rot. Was? Kann er hier noch einen Wagen verlegen? Es hat nicht mehr reingepasst. Lila, er zieht noch rüber. Nein. Er zieht die Bahn nieder. Er kriegt sich gegriffen. Die Micro, die Finger, kann, die Finger sind glitschig. Ich kann die Finger nicht so greifen. Und Rot ist durch. Yes. Ist vorbei. Ich kann. Das ist ein Scheißmodus. Das war Singapur in Malaysia. Ich kann. Das war Singapur, meine Damen und Herren. Ich kann im Fahren. Fotofinish. Im Fall kriegst du die nicht. Ich kenne im Fahren die nicht gegriffen, Florentin. Was ist das für ein Scheißmodus? Mann. Also welche Videospiele spielst du sonst so? In nichts, wo man schnell ist. Du spielst nur Schach, ne? Und Moorhuhn. Alles klar. Okay. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Wir gucken mal rein. Nee, aber wir wollen. Ich will bald Pokémon Let's Go spielen. Wow, da bist du wie 12 Jahre zu spät dran. Hä? Pokémon Go! Nein, Pokémon Let's Go! Das neue für die Switch. Okay, du musst mich dabei nicht so eindringlich angucken. Also, wir sind die oberen 35. Wow, das hatten wir noch nicht. Das, also so das waren wir ist... Lassen wir es, oder? Boah! Wie viel haben wir? Alter, das war gar nichts. Lag's an mir? Lag's an meiner Idee? Du kannst jetzt ehrlich sein. Jetzt können wir ehrlich sein. Ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach, wir hatten bis jetzt ja immer gesagt, dass Neustrukturieren scheiße ist. Ja. So. Das haben wir immer gesagt. Da muss man aber auch dazu sagen, dass ich glaube, das ist nicht international anerkannte Meinung. Aber es weil ist da so gibt's schon Leute, die, ich glaube, da gibt es schon genügend Leute, die das dann abändern zwischendurch. Aber... Man kommt zu schnell in diesen Panikmodus. Ja. Und ich kenne das ja auch von anderen Spielen, wenn du mal in diesem Panikmodus bist, dann reagierst du nur noch und du hast keine guten Ideen mehr und die Braunen treiben dich voran und du hast überhaupt keine eigenen Projekte mehr. Du reagierst nur noch, was macht Braun hier, genau. Wo muss ich bei Braun gucken, aber wo sind mal die eigenen Projekte, mal was Eigenes voranbringen, wo man sagen kann, ah, das ist eine Vision, hinter die ich mich stellen kann, das bleibt auf der Strecke. Und dann fährst du das ganze Ding irgendwann vor die Wand. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist daraus lernen und es beim nächsten Mal richtig besser machen. Und wir sollten uns das wirklich zu Herzen nehmen und auch wirklich sagen, alles klar, wir sind sture Köpfe, wir sind ignorant, aber wir lernen wirklich draus. Ich weiß nicht, ob wir lernen. Das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob wir wirklich lernen. Ich meine, natürlich werden die Level besser. Ja. Aber wenn man jetzt mal so durchgeht, ja, wenn man sich mal die Klassiker anguckt, Washington 3000, Seoul 2000, das war Quatsch, das war kompletter Quatsch, müssen wir nicht drüber reden. 1700 Montreal, oh, St. Petersburg, Stockholm, aber mal so London, Berlin, ja, so die ganzen Anfangsklassiker, 1000. Wollen wir noch mal, wir waren schon immer mittelmäßig. Wollen wir mal London nochmal spielen? So ganz was vom Anfang? Kairo haben wir jetzt. Wow, Kairo, das ist ja in der Wüste hier, ne? Ja, aber so richtig hell auch. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie haben wir mal noch? Eigentlich sind wir durch. Wir können nochmal eine Speedrunde in London machen. Wir machen nochmal London, die Einbahnlösung. Die Einbahnlösung in London. Okay. Aber eigentlich gibt es ja Zeit mehr. Leute, ihr habt heute noch einen fantastischen Tag vor euch auf Rocket Beans TV, denn ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt auf jeden Fall Improvisation. Wir müssen ein bisschen stopfen. Aber um 15 Uhr seht ihr mich wieder. Ich spiele Bad Mojo und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist ein Spiel, eine Art von Spiel, die ich normalerweise nicht spiele. Aber ich habe Bock. Ich freue mich drauf. Und hier kommt noch von der Vorschlag. Ich würde euch beide mal bei gerne Transport Tycoon
Züge, Busse, Flugzeuge und Schiffe. Uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube, mit Zügen kriegen wir es auch nicht mal richtig hin. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, bleib dran. Und dann natürlich im Anschluss daran, nach Bad Mojo, Rage of Empires. Ich hoffe, ich kriege meine Hotkeys irgendwie noch hin. An den Start, ja. Aber da kann ich mir gleich. Wir wissen auch, was jetzt läuft. Was denn? Counter-Strike mit Max und Olli. Alter, Max und Olli Counter-Strike, habe ich richtig Bock drauf. Voll schaut geil vorbei, wirft mal eine Flash in Chat oder was auch immer. Ansonsten macht's mal, gut. Macht mal eine Flamme in den Chat. Okay. Vielen Dank an Krane. Es war ein bisschen konfus. Nächstes Mal sind wir wieder ein bisschen sortiert und dann gehen wir das Spiel mal richtig an und versuchen mal wirklich, dieses Spiel zu knacken. Bist du nächste Woche da eigentlich? Klar. Bist du nächste Woche da? Weil ich bin danach längere Zeit nicht da. Dann müssen wir nächste Woche nochmal wirklich die 5000 knacken. Wir müssen nächste Woche mal wirklich noch ruppern, aber da bin ich tatsächlich eine längere Zeit nicht da. Gut, 5000 kriegen wir hin. Ansonsten vielen Dank für die Flammen. Haut rein, macht's gut. Jetzt viel Spaß mit Max und Olli und Counter-Strike. Bis gleich. Passt auf euch auf.